Heute bei Ghost Hunters International. Das Team reist nach Slowenien und untersucht die Vorgänge auf einer mittelalterlichen Burg. Mein Gott. Hast du das gehört? Hab ich. Verdammt, was ist das? Was war das? Entkommt Dustin dem Kerker, in dem noch die gequälten Seelen der Gefolterten spuken? Woher kommt diese Vibration? Jemand hat Ja gesagt. Dann besuchen die Ghost Hunters die Heimat einer blutrünstigen Gräfin. Sie hat angeblich 650 junge Frauen ermordet. Wird auch das Team ihren mörderischen Zorn zu spüren bekommen? Da war eine merkwürdige dunkle Wolke. Was zum Teufel war das? Willkommen in Slowenien. Ich musste auf einer Karte nachsehen. Ich wusste nicht, wo es liegt. Dieses Land ist ein kleines Juwel, versteckt neben Italien. Brandy erzählt uns, worum es heute geht. Die Höhlenburg von Prejama wurde im 13. Jahrhundert erbaut und liegt ziemlich romantisch in einem Berghang vor dem Eingang einer Höhle. Dort soll es unerklärliche Stimmen und Schritte geben. Die Ereignisse dort sind ziemlich mysteriös. Ich möchte, dass wir all unsere Geräte und Technik einsetzen, um den Dingen dort auf den Grund zu gehen. Ich freue mich drauf. Ich glaub's nicht. Mein Gott. So was habe ich noch nie gesehen. Hallo, Vojko. Hi. Rob. Ich bin Andy. Barry. Willkommen auf der Höhlenburg. Wir sind sehr froh, dass die Ghost Hunters bei uns ermitteln. Jetzt finden wir hoffentlich heraus, ob sich die Dinge hier nur in unseren Köpfen abspielen oder ob es sie wirklich gibt. Vor etwa 1000 Jahren kamen die ersten Siedler hierher. Sie lebten zunächst in der Höhle und später wurde das Gebäude errichtet. Es gibt zwei Burgteile, einen in der Höhle und einen außerhalb. Und hier soll es paranormale Phänomene gegeben haben? Ja, hier. In diesem Raum. Sehen Sie diese Öffnung? Dort wurden Kriminelle eingesperrt. Dann wurde sie zugemauert. Die Gefangenen erstickten darin. Und was genau ist das Paranormale? Man hört hier Schritte. Wegen der Eingemauerten? Wahrscheinlich. Haben Sie sie schon gehört? Ja. Also befinden sich noch Leichen in den Mauern der Burg? So ist es. Können Sie uns die Burg mal zeigen? Ja, gern. Zuerst gehen wir in den Gerichtssaal. Für die Verurteilten gab es nur zwei Wege aus diesem Raum. Der erste war dieser hier. Hinter der Tür befindet sich ein 63 Meter tiefer Schacht in eine Höhle. Wenn man also verurteilt wurde, da rein und das war's. Ja. Könnten da unten noch welche liegen? Ganz sicher. Niemand hat sie hier raufgeholt. Was gibt es hier für Phänomene? Schritte. Und zwei Stimmen, die sich unterhalten. Und was war der zweite Ausgang? Das war die Folterkammer dort. Man hat sie an die Pfähle gebunden und ausgepeitscht. Das war eine schmerzhafte Angelegenheit. Gab es hier auch paranormale Vorfälle? Ja, Schritte und ungewöhnliche Geräusche. Gut, was gibt es hier sonst noch? Dies ist der Ursprungspunkt der Burg. Von hier aus nahmen sie ihren Anfang. Die ersten Bewohner kannten nur diesen Teil. Sie waren also erst in der Höhle und dann haben sie drumherum gebaut. Gab es hier auch irgendwas Ungewöhnliches? Ja, man hört Schritte. Hier hält sich nachts keiner gern auf. Man hört Schritte oder Stimmen, die hinter der Wand sind. Wenn es draußen dunkel ist und man Spätdienst hat, muss man alles durchsehen, ob noch Besucher da sind. Das mache ich nicht besonders gerne. I don't like to be here when it's dark. Well, thank you very much for the Danke für die Tour. Wir bauen jetzt unser Equipment auf und sehen dann, ob wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Wir sehen uns später wieder. Okay.
Das wird nicht einfach, weil hier alles so groß ist. Und es gibt wohl eine Menge Phänomene. Okay, ran an die Arbeit. Die Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, spielten sich alle maximal während der Dämmerung ab, weil niemand hier nachts bleiben wollte. Jetzt hat man uns dazu geholt und wir haben all diese Geschichten gehört. Aber was hier wirklich nachts abgeht, wissen wir auch noch nicht. Also sind alle ziemlich gespannt. Das wird eine super Ermittlung. Wie sieht's aus? Ich habe drei Kameras aufgebaut. Die erste mit Blick auf die Folterkammer, wo die Gefangenen früher angebunden und ausgepeitscht wurden. Die zweite guckt in Richtung Gerichtssaal. Und die dritte ist draußen und deckt die Passage hier ab. Da soll es auch Schritte und Stimmen gegeben haben. Also müssen wir sehen, ob da jemand durchgeht. In der Folterkammer haben wir Audio und Infrarot. In die Folterkammer würde ich gern mit dir und Dustin. Dann können wir da eine sorgfältige Untersuchung machen. Brandy, wie wäre es, wenn wir in die Höhle unterhalb der Burg gehen? Wäre okay. Gut, Licht aus und los. EVP-Aufnahmen Dustin und Rob im Gerichtssaal. Ist einer der Richter heute noch anwesend? Wir haben erfahren, dass die Verurteilten hier zwei Möglichkeiten hatten. Entweder sofortiger Tod durch den Sturz in den Schacht oder die Folterkammer. Wenn du der Richter bist, kannst du ein Geräusch machen und mir damit sagen, was mein Urteil ist. Hast du das gehört? Ja. Was war das? Gut, dein Urteil lautet also Folterkammer. Das ist krass. Hier hat noch nie jemand ermittelt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Das ist Wahnsinn. Bereit? Bereit. Dann los. Vorsichtig, hier wird es steil. Achtung, lose Steine. Brandy, sieh mal. Was ist das? Eisen? Genau, natürlich vorkommendes Eisen. Gut, machen wir einen Temperaturcheck. Verdammt, was ist das? Siehst du das? Vielleicht Salz. Oder Kalkstein. Sieh dir das an. Salzig. Okay. Das Salz wandert also durch den Kalkstein. Ich ziehe meinen Hut vor Andy. Er macht bei einer Ermittlung wirklich alles, um hinter die Wahrheit zu kommen. Er isst sogar ein Stück Höhle, wenn es sein muss. Mal sehen, ob irgendwas davon ein elektromagnetisches... Oh ja. Ziemlich hoch, das ist cool. Ein natürliches elektromagnetisches Feld. Warum ist das elektromagnetisch? Brandy und ich sind schon seit einer ganzen Weile in dieser Höhle und wir haben eine Menge Mosaiksteinchen gefunden. Nur eins fehlt noch. EVP-Aufnahmen. Andy und Brandy im Höhlensystem der Höhlenburg Prejama. Ist hier jemand bei uns in der Höhle? Könntest du dich bitte zeigen? Mach ein Geräusch. Hast du das gehört? Habe ich. Andy und ich haben den oberen Teil der Höhle untersucht. Auf einmal haben wir ein Klopfen gehört. Mach ein Geräusch. Zeig uns, dass du hier bist. Das war fast wie eine Antwort. Das war direkt nachdem du gesagt hast, mach ein Geräusch. Mach das zur Bestätigung bitte nochmal. Ich hab's gehört. Wie Schritte. Da war es nochmal. Es wirkte wie eine direkte Antwort auf Brandys Fragen. Frag weiter. Für mich gab es kein Halten mehr. Ich wollte unbedingt wissen, woher die Geräusche kamen.
Hast du das gehört? Oh, verdammt. Andy und ich haben die obere Kammer der Höhle untersucht. Auf einmal hörten wir ein Geräusch. Andy ist sofort dorthin gegangen, um nachzusehen. Hast du das gehört? Oh, verdammt. Andy, was ist los da unten? Ich bin in die Richtung gegangen, aus der das Geräusch kam. Und dann habe ich das fehlende Mosaiksteinchen gefunden. Was haben wir da? Quarzkristall. Der ganze Boden hier ist übersät mit Quarzkristallen. Man braucht nur an Quarzuhren zu denken. Quarzbatterien speichern Energie. Quarz wird zur Herstellung von Computerchips verwendet. Es kann Informationen speichern. Also, wir haben hier jede Menge Quarzkristall, natürliche Eisenvorkommen, Salz, Wasser und Kalkstein. Wir haben hier sowas wie eine gigantische Quarzbatterie, die Informationen, möglicherweise aber auch Emotionen und Stimmungen speichert. Sie wird von dem schwachen elektromagnetischen Feld versorgt, das durch die Salz-Kalkstein-Eisen-Verbindung entsteht. Das ist wirklich einmalig, das hier zu erleben. Ich weiß nicht, wo das Geräusch herkam und ich bin ziemlich weit runtergegangen. Aber ich habe das Gefühl, da unten ist was. Irgendwas Unheimliches. Das ist etwas, das ich nicht sehr oft sage. Los gehen wir. EVP-Aufnahmen in der Folterkammer mit Dustin, Barry und Rob. Wir sind hierher gekommen, weil du hier angeblich herumwanderst und sprichst. Bist du heute auch hier? Könntest du die Geräusche nochmal machen? Könntest du uns bitte ein Zeichen geben? Verstehst du uns? Bist du einsam? Falls du in der Nähe bist, könntest du ein Geräusch machen. So zum Beispiel. Könntest du das hier in der Nähe machen? Da war was. Woher kam das? Von hier oder von draußen? Schwer zu sagen. Man kann auch nicht mal die Richtung genau bestimmen. Mal sehen, ob es nochmal kommt. Wenn du diese Geräusche machst, könntest du dann bitte näher kommen und nochmal eins machen? Wenn du uns mitteilen willst, dass du hier bist, musst du ein bisschen näher kommen. Das habe ich gehört. Ich habe auch was gehört, aber das klingt, als ob es von draußen aus dem Flur kommt. Dann geh kurz raus und sieh nach. Und, war was? Alles ruhig da draußen. Ich habe niemanden gesehen. Okay. Kannst du mit uns reden? Bitte komm zu uns und sag einfach nur ein Wort. Oder klopf auf die Steine oder mach sonst irgendwas. Barry, wieder an deinem Platz? Ja. Gut. Machst du weiter, Dustin? Während deiner Gefangenschaft warst du sicher wütend darüber, wie man dich misshandelt und gefoltert hat. Könntest du diese Wut, diese Energie nutzen, um jetzt mit uns zu sprechen? Klopf irgendwo an oder berühre einen von uns. Nutze deine Wut. Barry? Fotografier mal hier links von mir. Ich mache die ganze Zeit schon Fotos. Es ist dir gerade deutlich kälter geworden. Bist du an einem dieser Geräte gefoltert worden? Am Pferd oder am Pfahl? Könntest du dieses Gerät bewegen? Das hört sich jetzt verrückt an, aber ich glaube, dieses Pferd vibriert. Hast du es berührt? Wenn ich es anfasse, wird das Geräusch leiser. Ich hatte den Geist gefragt, ob er auf einem der Geräte gefoltert wurde.
Und dann schien von dem Pferd eine Vibration auszugehen. Ich habe meine Hand dagegen gehalten und das Geräusch hörte auf. Die Vibration selbst konnte ich nicht direkt hören. Du bist jetzt selbst im Fegefeuer. Hast du Mitleid mit denen, die du an diesen Geräten hast leiden sehen? Fühlst du dich immer noch wie ein Gefangener, der hier gefoltert wird? Du musst nicht mehr hier sein. Weißt du das? Was ist los? Ich hoffe, wir haben das. Hier oben war nichts. Es klingt krass, aber nachdem du "Weißt du das?" gefragt hast, könnte ich schwören, ich hätte "Das weiß ich" gehört. Die Stimme klang beinahe herablassend. So als wollte er sagen, natürlich weiß ich, dass ich jederzeit gehen kann. Das war jedenfalls mein Eindruck. Dein Leben war schmerzvoll. Fühlst du dich jetzt wohler? Hast du das Ja gehört? Nein, habe ich nicht. Ich habe rechts von mir gerade ein Ja gehört. Dein Leben war schmerzvoll. Fühlst du dich jetzt wohler? Hast du das Ja gehört? Nein, habe ich nicht. Ich habe rechts von mir gerade ein Ja gehört. Rob, Barry und ich hatten uns auf die drei Ebenen der Folterkammer verteilt. Während einer EVP-Session habe ich eine Antwort auf meine Frage gehört. Ich fragte den Geist, ob er sich jetzt wohlfühlt, und er sagte ja. Es kam von unten, deshalb dachte ich, du hast es gehört. Hier war absolut nichts. Wer immer uns geantwortet hat, könntest du dich bitte nochmal melden? Es ist vielleicht lange her, seit du zuletzt gesprochen hast. Könntest du es trotzdem nochmal versuchen? Ich glaube, wir gehen. Ende der EVP-Aufnahmen. Gehen wir. Brandy und ich wollen im alten Teil der Burg EVP-Aufnahmen machen. Hörst du das? Ja. Da war so ein Grollen. Brandy und Barry, EVP-Session. Wir bitten die Seelen, die hier im Dunkeln hausen, sich bemerkbar zu machen. Zeigt uns, dass ihr hier seid. Macht ein Geräusch. Wir haben Respekt vor der tausendjährigen Geschichte dieser Burg. Hast du hier gearbeitet? Warum bist du noch hier? Hast du das gehört? Ja. Das klang wie eine Stimme. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber es war ganz sicher was anderes als die Geräusche, die ich vorher gehört habe. Ich hänge das Mikrofon ein bisschen höher, dann erfasse ich einen größeren Radius. Stell deine Fragen ein bisschen lauter, damit alles gut drauf ist. Was genau willst du? Wie heißt du? Woher stammst du? Irgendeine Antwort, Barry? Nein, alles ruhig. Wir machen Schluss. Vielleicht hatten wir mehr Kommunikation, als uns bewusst ist. Nach der Analyse sind wir auf jeden Fall schlauer. Es dämmert, ich kann schon die Baumwipfel sehen. Alles einpacken, wir treffen uns an der Zentralstation. Klar. Wir haben bei dieser Ermittlung viel mehr erlebt, als wir zu Anfang erwartet hatten. Mehrere von uns hatten das Gefühl, sie würden Antworten auf ihre EVP-Fragen bekommen. In der Form habe ich das noch nicht erlebt. Das Tolle ist, dass wir die ganze Zeit unsere Aufnahmegeräte laufen hatten. Wir müssen jetzt das Material auswerten und sehen, ob wir irgendwas von dem, was wir gehört haben, auch dokumentieren konnten. Sie haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich hoffe, dass die Ghost Hunters bei ihrer Ermittlung was Brauchbares gefunden haben. Ich habe die Burg echt unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel los ist. Die Höhle war einfach fantastisch. Unglaublich. Ich wollte mich bei euch allen nochmal bedanken.
Ihr habt heute Nacht alle 100% gegeben. Respekt. Say good job. Thanks a lot. Danke. Okay, hauen wir uns ein paar Stunden aufs Ohr. Hört sich gut an. Du fährst auf der falschen Seite. Oh, scheiße. Okay, Brandy. Hey, Brandy. Die Höhlenburg war phänomenal. Ja, war sie. Machst du die Audioaufnahmen? Dann kümmere ich mich um die Wärmekameras und die Mini-DVs. Okay. Okay. Ich check gerade die Aufnahmen, die Andy und ich in der Höhle gemacht haben. Dabei ist mir was Seltsames aufgefallen. Warum bist du noch hier? Hast du das gehört? Es ist nur sehr schwach. Es ist zu weit weg. Im Hintergrund waren zu viele Geräusche. Und dazu war es noch in einer Höhle. Da hallt es natürlich sehr. Ich glaube, das können wir nicht verwenden. Brandy, sieh dir das hier mal an. Das sind die Vollspektrumaufnahmen, die ich während der EVP-Session in der Folterkammer gemacht habe. Ich war oben auf der dritten Ebene. Jetzt siehst du mehrere Bilder hintereinander. Hier steht Dustin. Noch ist alles in Ordnung. Aber dann... sieht man dieses Ding hier. Was immer das ist. Na, wie lief's in der Höhlenburg? Ausgezeichnet. Ihr werdet begeistert sein. Wir haben ein paar EVPs aufgenommen. Das erste stammt von Barry und mir aus dem alten Teil der Burg. Brandy und Barry, EVP-Session, alter Teil der Burg. Well, kannst du das loopen? Das hört man ziemlich deutlich. Das ist cool. Und das kam sofort, nachdem du den Rekorder angemacht hast? Die Aufnahme lief erst ein paar Sekunden. Ja, eine Stimme, aber ich kann nicht viel verstehen. Was noch? Das hier kommt aus der Folterkammer. Stimmt das? Warst du das? Nein. Loop das auch mal. Und von euch war keiner in dem Raum? Nein. Das letzte war auch in der Folterkammer. Rob, als du unten warst, hast du eine Antwort auf deine Frage gehört. Dustin fragt dann, was los ist. Es hört sich an wie sieh mal. Look. Wow. Also ich hatte unten was gehört und in dem Moment sagt bei dir oben eine Stimme, sieh mal. Und das haben wir aufgenommen. Ja. Das finde ich immer wieder faszinierend. Wir machen im Ausland Aufnahmen und sprechen Englisch und gehen davon aus, dass Geister vielleicht in vielen Sprachen kommunizieren können. Und das scheint sich oft zu bestätigen. Ich habe noch was von der Vollspektrumkamera. Dustin, du weißt noch, wie ich von oben Fotos von dir und Rob gemacht habe? Ja. Bei dieser Aufnahme ist noch alles in Ordnung. Und jetzt kommt es langsam rein. Wow, das ist nicht schlecht. So, Wojko, da sind wir wieder. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Wir haben was gefunden. Okay. Gut. Brandy und ich haben das Höhlenmaterial analysiert. Es gibt Eisen, Quarz, Salz und Wasser natürlich. Aus diesen Bestandteilen werden Batterien hergestellt. Diese Elemente können zusammen wie eine Energiequelle wirken. Dadurch können sich die Stimmen und die Schritte, die wir gehört haben, unablässig wiederholen. So entstehen zum Beispiel ortsbezogene Geister. Wir hatten also eine Energiequelle gefunden, die den hier herrschenden Phänomenen quasi immer neue Nahrung gibt.
Aber das schien dann doch nicht das Rätsels Lösung zu sein. Wir wollen Ihnen jetzt zeigen, was wir erlebt haben. Sie haben uns doch das spanische Pferd gezeigt. Dustin war in der Folterkammer und hat bei dem Pferd ein Summen, eine Vibration festgestellt. Sobald er die Hand drauflegt, nichts. Wenn er sie wegnimmt, geht es wieder los. Was wir da unten erlebt haben, war schon ziemlich heftig. Zum Glück haben wir es gut dokumentiert. Das sind Barry, Rob und Dustin in der Folterkammer. Barry hat etwas über die Geschichte der Burg gesagt und wollte dann wissen, ob das richtig sei. Stimmt das? Warst du das? Barry hatte das in dem Moment sogar selbst gehört. Warst du das? Er hört diese Stimme und es war niemand da. Eine Geisterstimme, körperlos sozusagen. Ich finde, das hört sich wie ein Befehl an. Vielleicht war es einer der Soldaten. Die Stimme klingt sehr selbstbewusst. EVP ist die Abkürzung für Electronic Voice Phenomenon. Man sagt auch Tonbandstimmen dazu. Man nimmt etwas auf und hört erst beim Abhören, dass weitere Stimmen oder Geräusche im Raum gewesen sind. Jetzt kommen Barry und Brandy. Sie waren oben im älteren Teil der Burg. Brandy und Barry, EVP-Session, alter Teil der Burg. Wir haben das nicht verstanden, aber vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Mhm. Ich mache einen Loop. Das war weder Italienisch noch Deutsch. Aber die Burg ist an dieser Stelle 1000 Jahre alt. Vielleicht war es eine frühere Form einer der beiden Sprachen. Eine frühere Form? Ja, das halte ich für möglich. Wir wollen Ihnen noch eine Aufnahme vorführen. Kann ich das noch mal hören? Eine normale Stimme, die leise spricht? Ja. Was haben Sie verstanden? Sieh mal. Ja. Wenn es sich um Slowenen oder Deutsche handelt, würden die dann Englisch verstehen? Mit der Frage beschäftigen wir uns oft. Es kommt immer auf den Fall an. Manchmal stellen wir Fragen auf Englisch und bekommen Antworten in der Muttersprache des Geistes. Manchmal arbeiten wir in Gegenden, wo Englisch relativ unbekannt ist, und trotzdem kriegen wir englische Antworten. Wir haben noch eine Aufnahme, die wir Ihnen gern zeigen möchten. Es geht wieder um die Folterkammer. Barry hat Dustin fotografiert. Sie sehen Dustin in der Mitte und mich unten. Er fotografiert drauf los. Das ist das nächste Bild. Fällt Ihnen was auf? Ja, definitiv. Ja, was ist das da? So eine Art Nebel kommt rein. Dann das nächste Bild. Oh. Dieser Dunst kommt auf Dustin zu. Barry sagt, Dustin, man sieht auf dem Bild so einen Nebel an deiner rechten Seite. Er dreht sich um und es ist weg. Wow, was war das wohl? Fragen wir uns auch. Wow, guys, das ist faszinierend. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sehe das so, dass der Geist sich gerade manifestiert hat. Er erschien in dem Moment, als diese Bilder gemacht wurden. Und als Dustin sich umdrehte, verschwand er. Vielleicht wollte der Geist nicht gesehen werden, aber ich glaube, er war zumindest bereit, mit uns zu kommunizieren. Wow, this is amazing. Unfassbar. Dass diese Dinge hier passieren, kann man sich nicht auf logische Weise erklären. Wenn man alles nochmal betrachtet, was uns hier passiert ist, dann kann ich zu keinem anderen Schluss kommen, als dass es hier spukt. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Also, wenn Sie das nächste Mal nachts als Letzter nach dem Rechten sehen, wäre das okay für Sie? Nein, ich kündige. Wir gehen dann. Vielen Dank. Die Ghost Hunters haben sehr professionell gearbeitet. Sie haben hieb- und stichfeste Beweise geliefert. Ich bin überzeugt, dass es hier spukt. Und jetzt haben wir auch Filmdokumente, die die Existenz von Geistern hier belegen. Das Material war wirklich spektakulär.
Ich bin froh, dass wir Voiko das alles zeigen konnten. Mich hat fasziniert, dass der Geist offenbar eine ausgestorbene Sprache gesprochen hat. Ich fand es überhaupt krass, dass wir die Ersten waren, die dort ermittelt haben und gar nicht genau wussten, was uns erwartet. Ja, das war heftig. Hey Leute, heute geht's auf die Burg Čachtice, wo die berüchtigte Elisabeth Báthory gelebt hat. Sie wurde die Blutgräfin genannt. Könnte eine spannende Sache werden. Die Burg ist eine Ruine, also passt auf, wo ihr hintretet. Hier müssen wir raus, weiter geht's nicht. Wir müssen alles rauftragen und der Weg ist ziemlich lang. Packt alle mit an. Die Gräfin Elisabeth Báthory gilt als eine der grausamsten Massenmörderinnen aller Zeiten. Der Legende nach fing es damit an, dass sie eines ihrer Zimmermädchen schlug und ihr das Blut des Mädchens ins Gesicht spritzte. Sie fand, dass die Stelle mit dem Blut sie jünger aussehen ließ. Daraus wurde eine Obsession und sie soll angeblich im Blut junger Frauen gebadet haben. Sie wurde schließlich verurteilt und in ihrem Haus, der Burg Čachtice, gefangen gehalten. Das ist sie, ha? Das ist sie. Hallo. Hi, ich bin Rob. Andy. Barry. Hallo Barry, willkommen auf der Burg Čachtice. Hier verbrachte die berüchtigte Elisabeth Báthory die letzten 4 Jahre ihres Lebens. Ich führe sie ein bisschen rum und erzähle Ihnen noch mehr über sie. Super, wir sind gespannt. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert errichtet und hatte mehrere Besitzer. Schließlich wurde sie eine der Residenzen der Báthory-Familie. Wir betreten jetzt das Burggelände. Elisabeth Báthory ist für ihre Gräueltaten bekannt. Sie hat angeblich 650 junge Frauen ermordet. Sie mordete 25 Jahre lang, von ihrem 25. bis zu ihrem 50. Lebensjahr. Dann wurde sie verhaftet und in diesem Turm eingesperrt, wo sie 4 Jahre später starb. Jetzt verstehe ich natürlich, dass es hier so viele Geschichten über paranormale Vorfälle gibt. Können Sie uns ein paar davon erzählen? Ja, natürlich. Ich zeige Ihnen dabei ein paar andere Stellen. Okay. Viele sehen hier Geistererscheinungen. Ein Mann hier aus der Gegend sieht die Erscheinung einer alten Frau. Andere haben die durchsichtige Gestalt einer weinenden jungen Frau gesehen. Sie klagt, ich werde alt, ich werde alt. Das erinnert natürlich an die Geschichte von Elisabeth selbst, die sich mit dem Blut anderer Frauen jung erhalten wollte. Das ist die alte Kapelle. Vor 8 Jahren kam ein Mann hierher. Es war der 21. August, Elisabeths Todestag. Er sah die Erscheinung einer Frau. Sie hatte kein Gesicht und breitete ihre Arme aus. Ich habe schon von meiner Kindheit an die Geschichten gehört. Meine Großeltern erzählten mir von Elisabeth Báthory. Die Leute hören ab und zu noch die Stimmen der getöteten Frauen. Ich habe hier auch einmal Stimmen gehört, konnte aber nicht verstehen, was sie sagten. Was gibt es hier noch? Die unterirdischen Räume sind sehr interessant. Man nennt sie auch Tunnel. In einem dieser Räume hat Elisabeth junge Frauen gefoltert. Sie befinden sich unter dem Haus, in dem Elisabeth einst gewohnt hat. Das Haus gibt es nicht mehr, aber die Kellerräume darunter existieren noch. Wenn es hier also wegen der blutigen Ereignisse von damals Geisteraktivität gibt, wären diese Tunnel dann ein guter Ort zum Ermitteln? Auf jeden Fall. Also, dann freuen wir uns auf eine spannende Nacht. In ein paar Tagen sprechen wir mit Ihnen über die Ergebnisse. Wir hatten noch nie einen so düsteren Fall, bei dem über 600 Menschen von ein und derselben Person ermordet wurden. Wenn paranormale Phänomene durch traumatische Ereignisse ausgelöst werden, dann muss es hier vor Geistern nur so wimmeln. Hallo. Hey, guys. Andy, ich weiß, dass du am liebsten durch Tunnel kriechst. Barry, gehst du mit? Brandy, Dustin und ich halten hier die Stellung. Ich glaube, das wird ziemlich gut heute Nacht. Großes Areal, viel zu entdecken. Los geht's. Hi. Alright.
wären wir. Ich gehe hier rauf. Ich bleib hier. Ich finde, das ist die heftigste von all diesen Geschichten. Jemand kommt hierher, es ist zufällig Elisabeths Todestag und er sieht die Erscheinung einer Frau in weißen Kleidern, die Arme weit ausgebreitet und ohne Gesicht. Als er sie sah, verschwand sie. Wenn wir die einfangen könnten, das wäre Wahnsinn. Elisabeth Báthory, wie viele Frauen hast du ermordet? Bist du heute bei uns? Wenn ja, ist das vielleicht die beste Gelegenheit, dich zu zeigen. Komm einfach zu uns, egal in welcher Form. Gib mir ein Zeichen, dass du hier bist. Da war eine merkwürdige dunkle Wolke. Was war da? Eine kleine schwarze Wolke, die ist ganz schnell vorbeigezogen. Elisabeth, bist du hier? Oder vielleicht jemand anders? Eine der Frauen, die ermordet wurden? Brandy, war deine Wolke nochmal da? Nein, ich habe weiter Ausschau gehalten, aber sie ist nicht vorbeigekommen. Ich weiß wirklich nicht, was das war. Ich habe mich umgesehen, ob sowas Ähnliches nochmal auftaucht, aber da war nichts. Das ist schade. Ich denke mal, wir haben es auch nicht auf Video aufgenommen. Es wird also nur eine persönliche Erinnerung bleiben, die ich von hier mitnehme. War auf jeden Fall ein interessanter Anfang. Andy und Barry sind im Tunnel. Sie sollen den Bereich untersuchen, wo viele Frauen gequält und ermordet wurden. Kannst du dir vorstellen, ein Bauernmädchen zu sein, das hier reingezerrt wird? Barry, sieh dir das an. Hatte das früher vielleicht irgendeine Bedeutung? Am besten zeigen wir das Dustin. Der kriegt vielleicht was drüber raus. Meinst du, das war die Folterkammer? Ja, könnte sein. Nehmen wir die EVPs auf. Andy und Barry im Tunnel. Elisabeth Báthory, gib uns ein Zeichen, dass du hier bist. Wir sind hier, weil wir eine Verbindung zu dir aufbauen wollen. Kannst du uns bitte deinen Namen sagen? Wieder an die frische Luft? Das Symbol, das wir gefunden haben, steht eventuell in einer besonderen Beziehung zur Burg. Vielleicht findet Dustin mehr darüber heraus. Von hier aus haben wir einen guten Blick auf die Geisteraktivität, die hier angeblich stattfindet. Brandy, würdest du die EVPs machen? Dann behalten Dustin und ich dich mit den Kameras im Auge. Okay. EVP-Session, Burg Chachtjitze. Rob, Dustin und Brandy. Elisabeth, wenn du Absolution möchtest, wäre jetzt der Zeitpunkt. Warum bist du noch hier? Gib mir ein Zeichen deiner Anwesenheit. Berühr mich, zieh an meinen Haaren, zeig dich irgendwie. Also eins finde ich seltsam. In einigen der Geschichten ging es um junge Frauen, die... Verdammt, was war das denn? Was war da? Ein springendes Licht. Keine Ahnung, was das ist. Dustin und ich sind sofort zu dem Licht gegangen, das ich gesehen hatte. Da ist ein Loch, oder? Ein Loch oder ein Fleck? Doch, ein Loch. Dustin und ich haben nach dem Licht Ausschau gehalten. Dann bemerkten wir, dass es Streulicht von der Straße und der Stadt war. Okay, die Sonne geht auf. Einpacken.
Wir hoffen immer auf eine gut erkennbare Geistererscheinung. Die gab's auch diesmal nicht. Also sehen wir uns das ganze Material in Ruhe an. Vielleicht läuft uns ja da was Spektakuläres über den Weg. Hey guys. So, wie lief's? Naja, es war eine lange Nacht. Viel Material. Andy und ich haben ein Symbol fotografiert, das an der Decke im Tunnel eingraviert war. Wir haben gehofft, Hinweise darauf zu finden, wofür die Tunnel damals hauptsächlich genutzt wurden. Dustin hat nachgeforscht. Es waren Katakomben. Sie waren eine Zeit lang im Besitz von Elisabeth Báthory. Es könnte sich also tatsächlich um die Folterkammern handeln. Interessanterweise wurden sie auch von der Kirche für religiöse Zeremonien genutzt. Dort wurden auch Flüchtlinge versteckt. Ich habe aber auch noch herausgefunden, dass Elisabeths Mann dem König viel Geld geliehen hatte, um den Krieg zu finanzieren. Als ihr Mann dann tot war, wollte sie ihr Geld zurück. Der König war jedoch zahlungsunfähig. Man kam hinter ihre Gräueltaten, nahm sie gefangen und enteignete sie. So musste man ihr das Geld nie zurückzahlen. Aber vorher ließen sie 25 Jahre unbehelligt, weil sie ihrem Mann Geld schuldeten. Genau. Und über das Symbol habe ich was ziemlich Interessantes rausgefunden. Wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen nach der langen Ermittlung? Nachdem Sie uns alles gezeigt hatten, haben wir uns mit all unseren Instrumenten ausgerüstet und angefangen. Haben Sie was in den Katakomben gefunden? Die Katakomben waren interessant. Sie sagten ja, dass sie vielleicht was mit der Geisteraktivität zu tun haben. Das Erste, was wir da unten festgestellt haben, war, dass die Wände fast vollständig mit Schriftzeichen bedeckt waren. Barry hat von einigen Symbolen Fotos gemacht und sie Dustin zum Nachforschen mitgegeben. Dustin fand raus, dass die Katakomben ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgeteilt und an verschiedene Familien verkauft wurden. Die Symbole sind Familienwappen, die kennzeichnen, was wem gehört. Das hier sieht wie ein Hahn aus. Es bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass ein Bauer diesen Teil der Katakomben erworben hatte. Wir wollen sie Ihnen gern geben. Für Ihr Archiv. Sie wurden mit einer Vollspektrumkamera aufgenommen, die Lichtwellen in allen Frequenzen erfasst. Damit lassen sich noch ein paar mehr Details auf den Wappen erkennen. Mehr haben wir den Katakomben nicht entlocken können. Hoffentlich helfen diese Bilder Ihnen, ein paar Geheimnisse hier zu enträtseln. Was die übrigen Phänomene betrifft, ich glaube, dass die Leute aufgrund der Geschichte dieses Ortes einfach Dinge sehen, die sie sehen wollen. Wir haben nichts gefunden. Im Ernst? Nichts? Leider nicht. Ich hatte gehofft, dass Sie wenigstens etwas finden. Es kommt vor, dass wir einen Ort sehr beeindruckend und unheimlich finden, aber dass die Ermittlung dann nichts weiter ergibt. Wir wollen Ihnen nochmal danken, dass wir hier arbeiten durften. Danke. Gern geschehen. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das Gute ist, dass ich den Besuchern jetzt sagen kann, dass sie sich vor nichts zu fürchten brauchen. Bei uns spukt es nicht. Das ist jetzt bewiesen. Unglaubliche Geschichten, blutige Vergangenheit, Wahnsinnsaussicht, aber keine Geister. Gut, dann fahren wir zurück zum Hotel, packen zusammen und bitten Brandy, uns in Zukunft nicht mehr auf Bergwanderungen zu schicken.